Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat nun der Kollege Markus Dressel das Wort. Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Tourismusausschuss hat sich ja bereits im Zuge des arabischen Frühlings mit dem Spannungsfeld von Tourismus und Menschenrechten beschäftigt. Und es ist gut, dass dieses Thema auf unserer Agenda oben bleibt und dass wir heute darüber diskutieren. Die Debatte war ja viele Jahre in der öffentlichen Wahrnehmung vielfach auf das Thema Sextourismus verengt. Das ist ein wichtiges Thema, aber dennoch nur eine Dimension des Problems. Und wir wissen alle als Tourismuspolitiker, das ist ein Querschnittsthema und deshalb ist klar, dass es da auch andere Probleme gibt. Landgrabbing ist eines davon. Das bedeutet die großflächige Aneignung von Land auch zur touristischen Nutzung. Der Kollege Stresser hat es ja schon angesprochen. Das hat auch gravierende Auswirkungen auf die heimische Bevölkerung, aber auch die Ökosysteme, denn verantwortlicher Umgang mit den ursprünglichen Bewohnern, Nutzern und auch der Ressourcen ist dabei nicht immer im Vordergrund. Das Spannungsfeld Tourismus und Menschenrechte betrifft aber auch und besonders die Arbeitsbedingungen. Ausbeuterische Arbeitsverhältnisse, fehlende soziale Absicherung, mangelnde Perspektiven sind kein Aushängeschild für die Tourismusindustrie. Und das wollen auch die Kunden nicht. Und die Unternehmen wären gut beraten, das zu beherzigen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Verschwendung von Ressourcen. Auch das haben die Kollegen Stresser und Groth angesprochen, insbesondere was das Wasser angeht. Wasserknappheit und damit auch zusammenhängend der Zugang zu Wasser ist ein großes Problem. Und nicht nur eigener Wasserverbrauch, sondern auch die zunehmende Vertrocknung der Böden und Wüstenbildung sind Eingriffe in die Menschenrechte anderer. Auch dazu trägt der Tourismus leider bei. Weltweit ist der Tourismus allein für 12,5% des Klimagasausstoßes verantwortlich. Und das bedeutet für uns, Menschenrechte, Ressourcenverbrauch, Klimawandel und Tourismus müssen gemeinsam debattiert werden. Ein weiterer Beweis dafür, dass der Tourismus ein einflussreiches Querschnittsthema ist. Was können wir also tun? Menschenrechte und Nachhaltigkeit gehören zusammen. Wir müssen also Ökologie, Ökonomie und Soziales in Einklang bringen. Es kann aber nicht darum gehen, liebe Kolleginnen und Kollegen, Reisen in bestimmte Regionen zu verbieten. Ebenso wenig wird es gelingen, Reisen immer unter einem menschenrechtlichen Vorbehalt zu stellen. Aber wir müssen sensibilisieren, und zwar nicht nur die Reisenden, auch die Industrie und die Politik haben da Hausaufgaben zu erledigen. Informationen bei Reiseveranstaltungen und Auswärtigem Amt zur Einhaltung der Menschenrechte im Zielland müssen leichter zugänglich sein. Da fehlt mir beim Auswärtigen Amt, aber auch bei den Veranstaltern immer noch die Konsequenz. Und wir brauchen Regelungen und Sanktionen, die den Menschenrechten einen höheren Stellenwert geben. Die Tourismusverbände müssen selber Anreize und Sanktionen schaffen, damit ihre Mitglieder menschenrechtliche Standards erfüllen und weiterentwickeln. Aber auch Investoren müssen sicherstellen, dass beim Bau von Hotelanlagen oder anderen touristischen Einrichtungen keine Zwangsvertreibungen oder Umsiedlungen stattfinden. Fördermaßnahmen müssen umfassend und unabhängig hinsichtlich Umwelt-, Menschenrechts- und Sozialverträglichkeit geprüft werden. Um hier an dieser Stelle nur einige Beispiele in der Kürze der Zeit zu nennen. Kurz zu den Anträgen. Der Koalitionsantrag ist wirklich schön geschrieben. Die Prosa liest sich toll, blendet Kritisches aber aus. Und Ziel und Forderungen passen wie so häufig in ihren Anträgen leider nicht zusammen. Deswegen werden wir uns bei diesem Antrag enthalten, ebenso wie beim Antrag der Linken, der viele gute Forderungen hat, aber im Feststellungsteil durchaus Mängel. Und dem Antrag der SPD werden wir zustimmen. Vielen Dank. Die Kollegin Marlene.